Guten Morgen zusammen. Nachdem Jürgen Döllner schon ziemlich in die Tiefe gegangen ist bei einem Thema mit Green Coding, versuche ich nochmal Sie da abzuholen, wo ich angefangen habe vor einigen Wochen, als mir der Vortrag angetragen wurde. Erstmal freue ich mich sehr, dass ich da sein darf. An die Einladenden, es ist großartig, mich mal wieder mit intelligenten Menschen zu unterhalten, außerhalb des unmittelbaren Kreises, den man so die letzten 2 Jahre um sich hatte. Fand ich super, auch gestern Abend schon. Vielleicht ganz kurz zu mir. Erstmal zu meinem Arbeitgeber. Ich arbeite für die ERGO. Die kennen vielleicht die meisten als große Versicherungsgruppe. Was vielleicht einige nicht wissen, ist, dass sie zu Münchner Rück gehören, dass sie unter anderem nicht nur in Deutschland sind, sondern auch Marktführer in Polen, in Indien als größte private Versicherung, in Thailand, Singapur und China unterwegs sind auch und in Griechenland der Marktführer sind. So. Ab Größe ungefähr. Wir haben ein IT-Projektvolumen von etwa 500 Millionen Euro pro Jahr, etwa 2.500 Leute in der IT. Ich selber habe ungefähr 100 Leute und 40 offene Stellen für Architekten. Das ist auch mein letzter Auftritt als Chief Architect. Ich werde CIO für eine der Versicherungsgesellschaften in den nächsten Wochen. Vielleicht zu mir, Bernhard Kraft. Ich bin seit 5 Jahren bei der ERGO. Ich komme aus der Beratung. Ich war 23 Jahre bei Accenture. Ich komme aus dem Banking, meine Kunden waren Bank of America, American Express, Commerzbank, EZB und so weiter. Von Versicherungen wusste ich nie viel, jetzt weiß ich mehr darüber. Ich fand es deswegen faszinierend, weil Versicherung eigentlich ein total digitales Geschäftsmodell hat, sogar noch mehr als Banking. Wir haben gar keine ATMs oder sowas. Und IT ist alles, was wir haben. Es war nicht immer einfach, den Fachbereich beizubringen, inzwischen sind wir da relativ weit gekommen. Point of View, ich habe es absichtlich hingeschrieben, das ist mein Point of View. Wo war ich vor einigen Wochen? Ich war so ein bisschen, natürlich gefühlt, war ich nachhaltig, ich habe kein Auto. Ich habe dann conveniently ausgeblendet, dass wir 3 Autos zu Hause haben, von meiner jüngsten Tochter, meiner Frau und meiner Schwiegermutter. Ich fahre mit dem Zug nach Düsseldorf, ich wohne in Frankfurt. Aber eigentlich hatte ich ein latent schlechtes Gewissen, dass ich in meinem Job und auch überhaupt wahrscheinlich eher nicht nachhaltig bin. Diese Woche wieder nach München geflogen, nach Berlin geflogen und morgen wieder nach Frankfurt. Meine Frau sagt auch immer, ich bin halt ein Ex-Berater, ich erzähle immer viel, was man machen sollte, mache aber nichts. Und ich wusste zu dem Thema wirklich nichts zu sagen. Das war mir, also Software Engineering und Nachhaltigkeit war mir fremd. Und deswegen hat mich das gereizt, mich damit zu beschäftigen. Ich würde die Präsentation heute schon ein bisschen anders machen, nach der Diskussion von heute Morgen und gestern Abend. Ich habe schon wieder einiges dazugelernt. Wie gesagt, ich bin Ingenieur, relativ analytisch. Wo fange ich an, wenn es um nachhaltig geht? Was ist denn das eigentlich? Ich habe dann natürlich das, was alle kennen, die Kommission gefunden vor 35 Jahren. Gro Harlem Brundtland, die Ex-Ministerpräsidentin von Norwegen, hat das geführt und eigentlich den Begriff Nachhaltigkeit damals definiert. 35 Jahre ist es her. Weitergegangen bin ich dann auf die 17 UN Sustainability Targets, die Sustainable Development Targets, Goals. Ich sage, okay. Das ist sehr interessant aufbereitet. Welche sind denn für uns relevant? Also ich komme aus dem Projektgeschäft, ich versuche immer erstmal einen Scope hinzubekommen über das Thema, über das man sich unterhält. Kann ich irgendwie schlecht ablegen. Ich habe dann 4 gefunden, also man kann bei allen diskutieren, ich habe dann 4 gefunden, die, glaube ich, relevant sind zu dem, was wir hier machen wollen. Sie können die alle selber lesen und ich habe dann nochmal ein bisschen versucht, das weiter einzugrenzen. Die ersten beiden, ich habe jetzt gesagt, HR-related focus areas. HR ist ein bisschen falsch. Eigentlich geht es um Menschen und Personen. Wir haben uns gestern lange unterhalten, auch mit Melanie Kehr, über die Ausbildung. Ich habe offene Stellen, ich habe mich mit dem Kollegen von Amazon unterhalten. Er hat, glaube ich, 80 offene Stellen für seinen Bereich. Ich weiß, wer rechts und links fehlen, die Leute. Von meinen 3 Töchtern habe ich geschafft, eine für die IT zu begeistern. Die anderen eher weniger. Also uns fehlen die Leute. Ich meine, uns fehlen die überall. Wir haben natürlich Länder, die die Hälfte ihrer Bevölkerung, weil sie weiblich sind, ausschließen. Das ist ein Thema. Wir haben auch Schulen gesehen die letzten 2 Jahre in Deutschland. Man muss gar nicht, dass die anderen mit Finger auf die anderen Länder zeigen, die keine MINT-Unterricht gegeben haben, die offline waren und so weiter. Ihr kennt das alles oder Sie kennen das alles. Das möchte ich für heute hier mal ausklammern und mich fokussieren auf die unteren beiden. Consumption, das ist das, was wir gesagt haben, der Produktionsprozess an sich und die eigentliche Nutzung im Betrieb und der Impact auf Climate Change. Ich habe es Usage-Based Focus Areas genannt, darauf möchte ich mich jetzt mal fokussieren. So, Expectation Management. Das Einzige, was ich sehe bei uns in der Firma und überall,
Und generell im Markt, ich denke IT oder Software, Technik und Digitalisierung. Ich habe mal eine Zeit lang gedacht, das Tempo nimmt zu, das liegt vielleicht an meinem fortschreitenden Alter. Aber ich finde, ich glaube tatsächlich, dass wir erst ganz am Anfang stehen der technologischen Entwicklung. Das wird über die nächsten Jahrzehnte, wahrscheinlich Jahrhunderte, deutlich schneller weitergehen. Ich kann da nur sehen, dass wir zunehmend mehr Software und Processing haben werden, überall. Wir haben gestern über den Mittelstand gesprochen, wo Digitalisierung teilweise noch ganz am Anfang steht. Also ich kann nur sehen, dass Software weiterhin Energie brauchen wird. Wir werden es nicht abschaffen können. Also hier geht es aber darum, dass wir jetzt, wie Herr Döllner gerade schon gesagt hat, anfangen, die richtigen Weichen zu stellen, dass wir das eben minimieren. Ich glaube, wir können sie minimieren. Wir können die Energie, die wir nutzen, schauen, dass die nachhaltig produziert wird. Und wir können den Physical Hardware Footprint reduzieren. Ich denke, das ist, was wir tun können. Jetzt mal als, wie gesagt, Expectation Management. Und nochmal, wir stehen da wirklich ganz am Anfang. Ich hab für mich mal ein paar Beispiele aufgeschrieben, auch von unserer Firma. Ein Beispiel. Interessanterweise hatte ich das nicht reingeschmuggelt. Das hatte ich vorher schon drin mit dem Energy Optimized and Modular Code, Reduced Redundancies. Wir haben Fälle gesehen. Ich mache mal ein Beispiel bei uns in der Firma. Wir machen relativ viel auch jetzt Machine Learning. Ich jetzt nach Ihrem Vortrag gestern jetzt nicht mehr AI genannt, sondern maschinelles Lernen. Wie gut ist gut genug für den Use Case? Ja? Ich kann das natürlich endlos trainieren und die Frage ist, das braucht ja auch, das ist auch Produktionskapazität. Wie kann ich das reduzieren auf good enough? Ja? Gerade bei einer so, Cloud Usage, interessant. Ich bin ganz klar, stelle ich hier meine These zur Disposition. Wir müssen in die Cloud gehen. Cloud ist für mich eine nachhaltige Art und Weise, die Hardware-Ressourcen zu nutzen. Im Gegensatz zu den On-Premise-Rechenzentren. Beispiel wieder von der Ergo. Wir haben unsere komplette SAP-Landschaft heute On-Premise. Zwei Drittel der Systeme sind Entwicklungs- und Testmaschinen, die wir ab und zu mal brauchen. Die stehen da rum. Das sind elegante CPUs und Racks und Kühlungsmechanismen. Und alle 5 Jahre erneuern wir die wegen dem Lebenszyklus und so weiter. Also ich glaube, dass das zu poolen, ich glaube, das ist aber Common Sense, ja. Wir haben natürlich dann auch noch extremere Modelle, das kennen alle die aus den Financial Services. Einmal im Monat, der Monatsabschluss, Quartalsabschluss, gibt es eine Software, Cashflow-Simulationen. Die hatten wir on-premise mit 400 Cores, lief dann 1,5 Tage. Das hat dann die Finanzabteilung dazu bewogen, sich genau zu überlegen, wenn sie auf den Knopf drücken und das vielleicht 2-mal im Monatsabschluss genutzt. Dann haben wir das zu den Kollegen von AWS geschoben, dann lief das eine halbe Stunde mit GPUs und dann haben die natürlich den Knopf gedrückt und fanden das großartig, bis die Rechnung kam. Da gab es ein bisschen Katzenjammer, wie kann die IT uns sowas hinstellen? Leute, okay, haben wir vielleicht nicht genau genug erklärt, was die Konsequenzen sind. Hat dann wieder die Behavioral Konsequenzen. Ja? Deswegen resist the convenience, push the button more than needed, user training. Den nächsten Punkt, Leverage Serverless Architecture, würde ich jetzt so nicht mehr hinschreiben, nach dem, was ich jetzt gestern von Ihnen gelernt habe. Da stehen natürlich Frameworks und Strukturen darunter, die man auch mal angucken muss, ob die wirklich effizient sind und nicht nur effizient aussehen. So. Was sehe ich da als Counter? Ich meine, wir kennen das alles. Ich meine, uns fallen eigentlich laufend Sachen ein, die extrem viel Rechenpower brauchen. Das maschinelle Lernen gehört dazu. Alles, was visual und 3D und optisch ist, Cryptocurrencies, bin ich ganz ehrlich, habe ich bis heute nicht verstanden, was das genau hilft, aber es braucht auf jeden Fall extrem viel Rechenpower. Vielleicht bin ich aber auch einfach nur old-fashioned. Das geht halt in die Richtung. Das Codebeispiel links, das konnte ich mir nicht verkneifen, nachdem Herr Döllner gesagt hat, dass er programmiert. Ich programmiere auch noch. Das war ein Swift-Code fürs iPhone, da habe ich nochmal was programmiert. Übrigens, genau, meine erste Zeile Code war Universität Karlsruhe, Lochkarten, Fortran. Meine letzte Zeile Code war Swift auf dem iPhone. Ich fand wie gesagt, ich wohne in Frankfurt. Was mir dort auffällt, ist, immer wenn es eine Industriebrache gibt, ist ein halbes Jahr später ein neues Rechenzentrum dort. Ich glaube, die Kollegen von Microsoft und Amazon, die hier im Raum sind, die sind da auch gut vertreten. Und mir ist da was in die Hände gefallen von einer Firma, die heißt Cloud and Heat Technologies. Einfach nur mal die Statistik zu sehen, dass mit der Abwärme der Frankfurter Rechenzentren, ich glaube vom Stand 2020, könnte man die komplette Stadt heizen.
wenn man auf eine Wasserkühlung umstellen würde. Also das, was ich vorher gesagt habe, dass wir ganz stark Richtung Cloud pushen, damit pushen wir aber auch die Verantwortung an die Cloud Service Provider, insbesondere die Hyperscaler, dann die Rechenzentren auch entsprechend so auszugestalten, dass sie wirklich auch nachhaltig sind. Die Diskussion wollte ich kommen, ich hatte sie mit dem, können wir auch nochmal haben. Aber die Verantwortung geht dann mit über und die, denke ich, liegt auch bei uns, das nachzufragen, wie man das tut. Ich habe gestern kurz mal das Beispiel zitiert. Natürlich weiß ich, dass das schwierig ist. Wir haben jetzt, wie gesagt, wieder so ein Luxusproblem, einen kleinen Pool zu Hause und eine Klimaanlage, weil es halt heiß wird. So, die eine Wärmepumpe wärmt das Wasser und kühlt die Luft und die andere zieht die Wärme aus der Luft und heizt die Umgebung. Wieso kann man das nicht verbinden? Ich meine, die laufen zur selben Zeit, die laufen im Sommer. Ja, das geht da gar nicht. Das sind ja spezielle Sachen. Das eine macht das, das andere macht das. Das ist zu weit auseinander, geht nicht. Aber deswegen, es gibt heute für mich keine Antworten in dem Sinn, aber es gibt viele Dinge, die wir tun können. Offensichtlich kann man darüber noch nachdenken. Natürlich ist es auf einer Ebene der Stadt vielleicht möglich, aber da muss man halt längere Diskussionen anfangen. Wie kann man ein Fernwärmenetz nutzen? Wie kann man die Rechenzentren umstellen? Ist da überhaupt ein Business Case dahinter, etc.? Was ich gut finde, ist, zum einen gibt es Dinge, die wahrscheinlich wirklich langfristig uns beschäftigen werden, was ich gerade skizziert habe mit den Rechenzentren und das zu verbinden mit einer regionalen Wärme- oder Kälteversorgung. Auf der anderen Seite haben wir gesehen, wir können heute schon Dinge tun, zum Beispiel Move into Cloud, dezentrale Rechenzentren abbauen, wir können anfangen zu arbeiten an unserem Code zu arbeiten, an der Code-Komplexität. Wir können uns beteiligen an solchen Green-Coding-Initiativen und uns auch selber einbringen. Das möchte ich hiermit auch anbieten für die Ergo, dass wir anfangen, sowas zu gucken. Wir machen gerade einen Piloten mit Serene in unserem Entwicklungszentrum in Polen und schauen da mal rein, was wir da finden. Und dieses kleine Snippet, was ich gefunden habe, für mich geht es erst auch mal, ich glaube, ähnlich wie mir geht es wahrscheinlich 90% der Leute, die bei uns in der IT arbeiten, dass sie zu dem Thema noch gar keinen Bezug haben. Was mir hier, dieses kleine Snippet fand ich aber in irgendeiner Software-Selektion bei uns. Ich weiß nicht, ob das ein interner oder ein externer Berater da reingeschrieben hat, dass wir tatsächlich auch schon in unsere Requirements-Kataloge anfangen, Sustainability als Idee zumindest reinzuschreiben. Und was ich hier mitnehme auf jeden Fall ist erstmal, dass ich das Bewusstsein überhaupt erstmal schaffe. Wie gesagt, manche, wie die Institute hier, sie sind schon ziemlich tief drin. Wir stehen, glaube ich, noch ganz am Anfang. Und das ist das, was ich mitnehmen möchte. So, das war es eigentlich schon. Als Gedankenanregung, wie gesagt, ich habe versprochen, ich gehe ganz weit raus, um mich abzuholen erstmal. Ich weiß nicht, wie tief Sie in dem Thema Sustainability per Software schon drin waren. Ich wusste nichts darüber, ich bin fasziniert darüber. Ich werde es nicht mehr loslassen, das Thema. Ich werde es bei uns verbreiten und ich werde gucken, dass wir da auch tatsächlich mitarbeiten werden in der Zukunft, um da besser zu werden. Ich habe endlich mal was gefunden, was tatsächlich in meinen Verantwortungsbereich fällt, wo ich ein bisschen mehr tun kann, als ich bisher getan habe. Vielen Dank.